es ist voll witzig, es ist gute Stimmung. Sauschein Wetter. Gibt gratis Getränke und Müsliriegel. Für normal wird nur der schulische Vergleich dargestellt zwischen den unterschiedlichen HTLs und jetzt an einem sportlichen einmal, dass man gegeneinander kämpft, ist eigentlich auch mal Abwechslung. Ja, es ist super, super Wetter, volle schöne Kulisse da. Wow, beim Asphalt ist es heiß, das ist brutal. Wir sind eigentlich relativ motiviert. Ich hoffe, dass wir das gewinnen, weil letztes Jahr sind wir leider Zweiter geworden, aber schauen wir mal. Ja, wir sind nur gute Dinge. Also ich muss sagen, es ist brutal lässig. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Wir sind alle sehr hydriert, muss man sagen. Die Stimmung bei den 7. HTL-Sommerspielen scheint schon mal zu passen. Bei strahlendem Sonnenschein treten die Schülerinnen und Schüler von Volleyball über Rugby und Hockey gegeneinander an. Das Ziel, am Ende möchte man nicht nur die beste, sondern auch die sportlichste Schule sein. Es geht um Messen, es geht um Leistung natürlich auch, die Leistung zu bringen, nicht nur alleine, sondern auch im Team. Das ist der nächste Gedanke, der hier wichtig ist, also die Gemeinschaft fördern, das Gemeinschaftliche herausdefinieren. Also sicher sich gegenseitig messen, sich kämpfen, also sich selber was zutrauen, einmal einen Schritt über sein eigenes Pensum hinauszugehen und dann auch noch vielleicht gemeinsam mit einem Team erfolgreich sein, ist schon was Schönes. Die Idee zu diesen Sommerspielen ist vor gut 9 Jahren entstanden. Mittlerweile ist es kurz vor den großen Sommerferien ein fixes Ritual geworden. Natürlich geht es um sportlichen Ehrgeiz und den Spaß, doch man möchte auch ein Zeichen für die Bewegung setzen. Uns liegen prinzipiell alle Sportaktivitäten der Kinder und Jugendlichen am Herzen. Ganz besonders natürlich heute die HTL, die mit ihren 7. Sommerspielen 300 Schüler und Schülerinnen aus dem ganzen Bundesland Salzburg hierher gebracht hat. Bewegung ist ein wichtiger Teil für uns, weil Bewegung heißt in der Folge Gesundheit. Dieser Wettkampf unter den Schulen findet auch im Rahmen des Schulsports statt. Noch immer wird von einigen Seiten bemängelt, die 2 Stunden Sport in der Woche seien zu wenig. Wenn so manch Erwachsener auch mit Schrecken an die eigene Schulzeit zurückdenkt, gerade der Schulsport kann seine positiven Seiten haben. Also mir hat der Schulsport sehr gut gefallen. Ich war damals selber im Volleyballteam, war damals in der Landesauswahl mit dabei. Ja, und Schule und Sport gehört für mich wirklich sehr eng zusammen. Beim Wettkampf um die sportlichste HTL hat an diesem Tag bei den Mädchen Hallein die Nase vorn. Bei den Burschen liegt Salzburg vor Kuchl. Der guten Laune aber hat das keinen Abbruch getan. Ole, 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 ole. Ja, 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 ja. Ole, 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 ole. Ja, 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 ja. Dankeschön. Da würde sich auch der Sport für diesen gelungenen Tag sicherlich bedanken.